Ich hatte das kleine Jubiläum, das fünfte Mal. Scheinbar dürfte ich zu schlecht sein, sonst wäre mir schon lange ausgeschmissen worden. Also, ich würde dieses Wort Talkshow gar nicht so in Mund nehmen, wir würden uns ein bisschen unterhalten über Fußball. Mein Freund Udo, der ist leider nicht gekommen, aber der muss uns auch nie im Weg gestanden. Gell? Das war immer eine Rechnung, um kurz rauszukommen. Ich möchte ganz eine kleine Geschichte erzählen von dieser Woche. Wir sind Montag mit einer Europa-Auswahl nach Erevan, nach Armenien geflogen, vielmehr mit einer sogar mit einer russischen Sondermaschine und haben dort gegen die russische Nationalmannschaft der Old Boys ein Spiel ausgetragen. Sie wissen vielleicht, in Augsburg wurden ungefähr 200.000 D-Mark eingespielt und jetzt, wie wir unten waren, waren 60.000 Zuschauer und es war fantastisch, der Empfang. Und ich glaube, das hat viel mehr beigetragen zur Freundschaft, als wie mancher Politiker dorthin kommt, den wir empfangen. Das war sensationell, die Kinder mit Blumen. Worte wie, wir sind so glücklich, dass ihr gekommen seid, dass ihr uns nicht vergessen habt und so weiter. Jedes Mal, wenn die Russen ein Tor geschossen haben, wurden sie ausgepfiffen. Also es war fantastisch. Wir haben ein Riesenprogramm für uns installiert. Sie wissen ja, die Senioren sind immer ein bisschen trinkfest. Der Cognac ist ganz gut und wenn die Russen einmal das Gläschen in der Hand haben, da geht es rund. Gell? Und noch einmal auf die Freundschaft und auf Deutschland und auf Russland und auf Gorbatschow. Von Kohl hat er nichts gesagt. Also es war super und hat man natürlich immer spät. Und gestern, bevor wir wieder die Rückreise angetreten haben, wir sind ungefähr um fast 4000 Kilometer. Und haben wir einen kleinen Empfang gehabt in einer Cognac-Fabrik. Das war halt nicht so schlecht. Gell? Also wenn man so einen angewärmten hat, dann hat das natürlich noch geschmeckt. Aber ganz interessant war der Direktor, der uns empfangen hat, so vom Team mit der Khrushchev, der hat das Glas nicht mehr ausgelassen. Links die Flasche, rechts das Glas und nur gesprochen. Aber was das Sensationellste war, seine Worte, war: Meine lieben Freunde, ich wünsche mir, dass Berlin einmal die Hauptstadt wird von ganz Deutschland. Das hat der gesagt, der Direktor von der Fabrik. In unserer Mannschaft waren zwei Polen, drei Tschechen, drei Holländer, einige Deutsche, Italiener, also wir haben so ein Punkt für die Mannschaft gehabt worden, die einen riesen Applaus. Und das ist uns richtig nahe gegangen, dass man sagt, die sind schon fast 30 Kilometer von der türkischen Grenze und die wissen ganz genau, was da passiert. Nur das zur Einleitung, aber Sie sehen, Berlin ist immer noch im Gespräch, sogar wenn man nach Erevan kommt. Und das hat uns sicherlich berührt, dass ein Mann sowas sagt. Ich habe Sie am Dienstag gehört, auch seit Schiedsrichter zu sein, wenn man beim Training fährt.
eine Mannschaft ist immer mit dem Trainer unzufrieden, mit dem Schiedsrichter in diesem Fall. Es wird immer gemerkt, immer gemotzt. Die Frankfurter haben gesagt, der Schiedsrichter hat nicht richtig durchgegriffen. Die Saarbrücker haben gesagt, und da haben Schnappi auch, ja, die bekommen machen, was sie wollen, da wird nicht gepfiffen. Also für mich hat der Schiedsrichter aus den Möglichkeiten, die er hatte, fast das Optimale rausgeholt. Nur ich hätte konsequent aber die Schauspieler durchgegriffen. Beim ersten Mal habe ich gerne Karte am und gleich gesagt, pass auf, wir machen mal scheißegal, solange der Dresdner Fußball gespielt. Da sind wir, wenn man das zusammenzählt, würde ich sagen, es war eine halbe Stunde Pause entstanden, ist nur durch die Schauspielerei, weil die da unter Boden waren. Und man hat dann geglaubt, vielleicht kommt die Tragfahrer und muss ins Krankenhaus, Intensivstation. Und dann ist er aufgestanden, ist wieder gesprintet wie ein junger Gott, wie der Max früher nicht. Ne? Diese Phasen, dieser Profigeschäft, da geht es ums Gewinnen. Und ob der jetzt hinfällt, wenn es geht, muss es ja versuchen. Verstehen Sie? Das oberste Gebot heißt gewinnen. Da geht es ja nicht um Heißlutschka, da geht es um Geld. Da setzt man ja was um. Und da ist jedes Mittel recht. Jeder, der da sagt, das gibt es nicht, Fair Play und so, wo gibt es noch Fair Play? Heute gibt es entweder du oder ich. Das ist beim Boxen genau dasselbe. Da muss ich Schach spielen und irgendwas anderes. Verstehen Sie? Ich habe in der Bundesliga Spieler gekriegt, der ist gelegen. Und der andere Kummer hat sich mit dem Fuß auf seine Hand draufgestellt und hat versucht, den hochzuheben. Steht aber auf seiner Hand, auf dem Gegner seiner. Der hat natürlich zurückgeschlagen, der ist gelb verwarnt worden. Also ich bin nicht mit den gelben Karten, das ist sowieso bei den Chinesen am meisten üblich. Aber ich würde sagen, das Wichtigste ist zu erkennen, als Schiedsrichter, ist es ein Foul, das gegen die Gesundheit geht? Oder ist es ein Dutzendfall? Weil wenn einer kommt sie und der lieber oder der lässt ihn vorbeilaufen und wichst ihn nicht um, dann kriegt er von mir eine am Arsch. Ja, das muss er machen, verstehe? Aber das ist ein Foul, wo nichts passiert. Dagegen bin ich, wenn der liegt, ich bin oft ins Spielfeld hineingelaufen und gesagt, du steh auf, sonst kriegst du eine Lungenentzündung auf dem kalten Boden. Gell? Aber verstehen Sie, das sind die Unterschiede. Und da gibt es natürlich viele Dinge, die von hinten hineinrutschen in die Achilles und so, wo er überhaupt gar keine Chance mehr hat, den Ball zu bekommen. Das sind die Dinge, wo man enden muss. Und da geht rot gleich raus. Wenn es gegen die Gesundheit geht, rigoros durchgreifen. Aber so alles andere, Ball runterfangen, Schiedsrichter sagen sie Arschloch, wenn das nicht hört und so. Das alles ist genehmigt. Hauptsache gewonnen. Hauptsache wird gewonnen. Wie glaubt er damit? Da muss ich dem Max absolut recht geben. Als Kommentator habe ich jetzt leicht reden, aber wenn ich an der Stelle von Schlappi gewesen wäre und einem Spieler von mir wäre gefoult worden, dann hätte ich auch gesagt, bleib so lange liegen, wie es geht. Das ist wieder Zeit für uns, dann kommt der Gegner aus dem Rhythmus raus. Aber wichtig ist für einen Schiedsrichter zu erkennen, wie der Max schon sagte, ob es ein richtiges, schweres Foul war oder nicht. Wenn es ein leichtes Foul war, wenn man als Schiedsrichter erkennt, der macht nur Theater, sofort den Freistoß ausführen lassen, weiterspielen, dann kann er so lange liegen bleiben, wie er will. Wenn dann seine Mannschaft ein Tor reinbekommt, dann ist der Teufel los. In der Bildzeitung, die Südländer kennen das noch viel besser. Ich habe mal geschrieben, ein liegender Italiener ist viel gefährlicher wie ein stehender. Ich möchte nur verweisen auf München-Gladbach damals. Herr Lanning, Sie sagten letztens auch, das sollte man einführen wie beim Eishockey, diese Zeitschinderei, aber das heißt, das wäre ein Strafstoß. Der Zuschauer zahlt ja praktisch der Mönchengladbach Fußball Geld, dann 8 Minuten werden nur gespielt. Bei jeder Mauer, ich zeige die Leute immer weiter, sonst noch nur anbringen. Und erst wenn der fällt, geht es wieder los. Ja, wenn das am Mittwoch der Fall gewesen wäre, würden die jetzt noch spielen. Wenn der Ball raus ist, bin darauf gekommen, weil ich hier Hockey gesehen habe, Olympiaschall, da darf der Ball nicht mehr berührt werden, wenn hier pfiffen ist. Da wirft keiner mit dem Stock dran nichts. Wenn da der Ball raus ist und der Ball liegt auf dem Boden, dann geht der Gegner hin, nimmt den Ball, läuft 10 Meter erst im Feld rein und dann wirft er irgendwie unkontrolliert zurück. Das ist doch eine Unsportlichkeit, das ist doch mehr eine gelbe Karte, als wenn zwei zusammenfallen. Ja. Es kommt darauf an, wie steht es momentan. Wenn man 2-0 führt, die letzten 10 Minuten ist das gut, für den Gegner schlecht. Das ist immer, von welcher Sicht hat man das im Auge? Ja, ich bin der Meinung, dass darf ich immer was dazu sagen? Wenn zum Beispiel Bayern München im Olympiastadion gespielt hat und
Bayern München war im Rückstand. So schnell ist der Ball noch nie ins Spiel reingekommen, weil die Balljungen die Anweisung hatten, sofort zu rennen, sofort den Ball zu bringen, damit das Spiel weitergeht. Wenn Bayern München geführt hat und man merkte, es war ein bisschen schwierig, dann habe ich den Balljungen gesagt, lasst euch ruhig Zeit, ganz ruhig, damit, ne? Das gehört halt dazu. Wir jetzt als Kritiker, als Journalisten, eher für Bild und nicht für Sportbild oder fürs Fernsehen mal, wir denken jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber als wir selbst Trainer waren, haben wir jede Kleinigkeit ausgenutzt, um Zeit zu schinden, wenn der Vorteil auf unserer Seite war. Das ist ein knallhartes Profigeschäft und wenn man es nicht macht, dann kriegt man irgendwo einen auf den Deckel, dann sagen die, ist ja bekloppt. Wenn ich jetzt lese, dass beide Trainer hier Köppel und Dreheimer gesagt haben sollen oder der Otto, für mich ist das Wichtigste, dass wir schön Fußball spielen. Und nicht, dass wir gewinnen, ja, dann lache ich mich kaputt. Wenn er das wirklich meint, fehlt eine Schraube hier oben drin oder was. Natürlich will der gewinnen. Wenn er sowas erzählt, das ist Blaufärberei oder Schönfärberei. Jeder Trainer, der mit einer Mannschaft ins Endspiel kommt, will gewinnen. Dem ist es doch scheißegal, ob schöner Fußball gespielt wird oder nicht. Ein Tor mehr schießen als der Gegner. Das ist wichtig. Oder sehe ich das verkehrt, Max? Wissen Sie, es gibt ja viele Dinge, die ein Trainer wissen muss. Du musst auch die gegnerische Mannschaft studieren. Und du kennst sie ja im Laufe der Jahre. Was haben die für Schwächen? Und die Spieler untereinander, die kennen sich auch. Und jetzt haben wir mal einen Fall gehabt, da haben wir gewusst, der Vogel ist eifersüchtig auf seine Alte. Eifersüchtig, ja. Und jetzt haben wir zu dem gesagt, du pass auf, du sprichst den ganzen, immer im Spiel sprichst du von seiner Alten, dass du gesehen hast, mit einem anderen Seger ins Hotel zu gehen oder so. Der hat keinen Fußball mehr getroffen. Der war ganz woanders. Der wusste nur den Namen nicht von dem Hotel. Da war mal eine Geschichte mit Stan Libuda, vielleicht kennen Sie den Namen Libuda noch. Der hat mal gegen Max Lorenz gespielt und der Max sagte, du hör mal, wie heißt der Neger eigentlich? Da sagt er, Libuda, welcher Neger? Sagt der Max Lorenz, ja der Neger, der gerade bei deiner Frau ist. Komm, aus vorbei, der hat keinen Ball mehr getroffen. Ich habe da mal eine Bemerkung zu. Und zwar habe ich das Gefühl, es ist ja eine Tatsache, dass die Bundesliga-Clubs Wirtschaftsunternehmen sind. Und diese Wirtschaftsunternehmen sind von anderen Wirtschaftsunternehmen abhängig. Wie groß ist der Druck, den das große Wirtschaftsunternehmen, das müssen wir jetzt nicht nennen, wir kennen die alle, auf die Clubs ausübt? Wenn ihr das nicht schafft, entziehen wir euch Druck. Dazu kann ich Folgendes sagen. Die viele Vereine, nicht alle Vereine, aber die Vereine, die sich einbilden, Spitzenvereine zu sein oder die Spitzenvereine sind, die haben ihren Sponsoren, zum Beispiel Bayern München mit Commodore, einen Zusatzvertrag. Wenn sie deutscher Meister werden, gibt es eine extra Prämie, die sich, ich will jetzt keine Summe sagen, aber die sechsstellig ist Minimum. Und diese Industrieunternehmen, auch in Hamburg zum Beispiel, ist es passiert, dass ein Trainer entlassen wurde, weil der Druck dieses Sponsors so groß wurde, man hat gesagt, der repräsentiert den Verein nicht richtig, der repräsentiert uns nicht richtig, die Mannschaft hat keinen Erfolg, also entlasst den Trainer und wenn ihr den Trainer nicht entlasst, dann kündigen wir euch unser Sponsorentum auf und dann seht zu, wo ihr einen anderen herkriegt. Man darf diesen Druck nicht unterschätzen, dieser Druck der Sponsor ist brutal. In Italien ist das anders, da ist der Druck der Sponsor nicht so brutal, sondern der Druck des Präsidenten. Der Präsident gibt keine zig Millionen aus, um immer vom Mittelfeld mitzuspielen. Der möchte seine persönliche Eitelkeit befriedigt sehen. Wenn er nicht befriedigt wird, fliegt der Trainer raus und ein neuer Spieler wird gekauft. In Italien sind das die Präsidenten und hier sind das die Sponsoren. Nicht bei jedem Verein. Aber die Grundsponsoren, die 2 Millionen oder 2,5 Millionen oder 3 Millionen im Jahr zahlen, das sind wenige, die haben die Möglichkeit, den Verein unter Druck zu setzen. Ob der Verein sich dann unter Druck setzen lässt, das ist eine andere Frage. Aber ich weiß so zwei Fälle, ich will jetzt keine Namen nennen, wo die Trainer aufgrund der Sponsoren das machen. Das Einfachste wäre, wenn jedes Mal das Stadion voll ist, dann braucht man keine Sponsoren und wäre auch dem Sponsor nicht verantwortlich. Aber das ist nicht mehr realisierbar. Ohne Sponsoren können viele Vereine gar nicht mehr existieren. Moment, eine kleine Bitte. Letztlich zum Wort gemeldet haben, sagen Sie kurz Ihren Namen, das würde die Arbeit von unserem Kollegen sehr erleichtern. Danke. Was halten Sie im Zeichen eines Vereinigten Europas und einer Europa-Liga? Deutlich vieles darauf hin, dass Bayern München oder ähnlich gelagerte Vereine
Bayern München tätigt nicht die Einkäufe dahingehend, dass sie halt Europa-Liga spielen, sondern sie versuchen sie dahingehend zu tätigen, dass sie mal eine Spitzenmannschaft sind wie AC Mailand oder Real Madrid. Die Europa-Liga, wenn sie jemals ins Auge gefasst werden sollte, wird noch viele Jahre brauchen, bis das mal durchgespielt werden kann. Also es kauft im Moment keine Mannschaft sich für die Europa-Liga-Spiele, sondern sie wollen international besser sein. Ob jetzt Bayern München durch die zwei, wie heißt einer, McIntosh oder andere, Tchaikovsky oder wie, ob sie damit stärker werden, das ist eine andere Frage. Naja, es wird auch sehr entscheidend, wenn die Frage noch anschließen darf, wer dann jedes Mal zur Europa-Liga kommt, in der Bewertung auch so steht, dass er in die Europa-Liga hineinkommt. Denn ich meine, das ist doch wahrscheinlich doch ein Zeichen der Zeit, dass wir uns weiterentwickeln. Ja, das ist richtig, aber ich bin sicher, dass die Vereine, die in der Bundesliga sind, in erster Linie erstmal versuchen, Meister zu werden, so weit wie möglich oben zu spielen. Was sich danach ja daraus entwickelt, oder Europa-Liga oder was, das ist dem wurscht egal, das kommt dann von selbst. Ich kann besser Fußball spielen. Ja, und der Max sagt gerade eben ganz richtig, das hängt auch mit der Führung zusammen. Die Berliner haben normalerweise ideale Voraussetzungen. Ich glaube, wenn hier der Verein richtig geführt wird, wenn mit dem Geld richtig gewirtschaftet wird, dann kann man auch hier was machen. Hier ist ein Riesenbedarf an gutem Fußball. Wenn hier einigermaßen Fußball gespielt wird, der Verein, der könnte sich ja doch noch dämlich verdienen. Das wäre überhaupt kein Problem. Aber wenn die Führung nicht stimmt, denn wie man so in Bremen zu sagen pflegt oder in Ostfriesland, der Fisch hängt immer Kopf zuerst dann zu stinken. Und wenn es im Kopf nicht stimmt, dann geht es dann nach unten in die Füße nicht weiter. Herr Reckert, Sie haben gerade gesagt, die beiden Stadien, die hätten wir wahrscheinlich von dort. Der normale Durchschnittsbürger ist. Der hat sein Geld genau eingeteilt. Und wir sieht das bei Leipzig nicht alle, dass diverse Spieler immense Gehälter bekommen. Zum Teil unberechtigt und wenn sie mal das Spielfeld haben, dann kommt das große Lachen. Warum kriegen solche Leute so einen Haufen Geld für nichts zu? Wenn ich als normaler Handwerker, aber egal ob ich mit dem Büro oder so, du keine Leistung trainieren, kriegt also ganz schnell meine rote Karte, nicht die gelbe, vielleicht die rote. Ja, da gebe ich dir recht, das ist ein Riesenproblem im deutschen Fußball, dass zu viele durchschnittliche Spieler zu viel Geld verdienen. Für mich kann ein Starspieler, der die Zuschauer im Stadion hat, so viel verdienen, wie er will. Er muss nur gut spielen, er muss die Leute anlocken. Und das ist das Riesenproblem, dass heute mittelmäßige Spieler, dadurch, dass Qualität im Angebot fehlt, so viel Geld fordern können. Weil selbst sich um einen mittelmäßigen Spieler die Vereine reißen, ein mittelmäßiger Spieler kann durch die schlechte Marktlage der guten Spieler so viel fordern, dass er also mehr verdient, als ihm normalerweise zustehen würde. Es verdienen heute Spieler wesentlich mehr als früher die Topstars wie Uwe Seeler und Günter Netzer und weiß Gott nicht was. Also die verdienen mehr als die. Und das ist, da liegt meiner Ansicht nach alles im Argen. Wenn ein Maradona in guter Verfassung, der kann meinetwegen verdienen, so viel wie er will. Wegen ihm alleine kommen 20.000 Zuschauer oder 30.000 Zuschauer. Oder wenn wir früher Franz Beckenbauer gespielt haben oder Gerd Müller, das waren Leute, die Zuschauer angezogen haben. Die sollen verdienen, die sollen sich toll und dämlich verdienen. Aber die kleinen Mitläufer, die Wasserträger, die müssten realistischer bezahlt werden. Moment, das sehen Sie aber verkehrt. Diese Wasserträger, die verdienen mehr Geld, weil sie einen Maradona in der Mannschaft haben. Der Maradona war ja ein Jahr mal Spieler in Barcelona und alle Spieler wussten, dass der Maradona wesentlich mehr verdient. Und trotzdem, Moment, trotzdem sind sie für ihn gerannt, weil sie gewusst haben, dass sie mit Maradona mehr Siegesprämien kriegen, mehr Erfolg haben und alles drum und dran. Nein, in der Relation. Das ist absolut richtig, das ist überall so im Leben. Wir als Trainer hätten noch nie viel Geld oder einiges Geld verdienen können, wenn wir noch keine gute Mannschaft gehabt haben. Das ist dieser Unterschied, ob man im Chor singt oder der Mamalotti singt. Das ist der Unterschied. Also das ist der Chor ohne Mamalotti geht niemand zum. Kein Mensch verdient, der will nur den Chor nicht singen, der will die Mamalotti singen, oder? Und der will die Mamalotti singen. Und er ist begeistert von ihm. Frage: Weshalb sind Sie eigentlich unter Wolfgang Haarer nicht Bundestrainer geworden? Hat man ihm zu wenig angeboten, wie so oft behauptet wird? Oder? Nein, das Thema Bundestrainer hat sich für mich eigentlich nie gestellt. Ich war 5 Jahre lang Assistent von Helmut Schön. Und zu dem Zeitpunkt war Detmar Kramer noch im Deutschen Fußballbund. Es war klar zu dem Zeitpunkt, dass Detmar Kramer Nachfolger von Helmut Schön würde. Dann hätte ich noch mal 15 Jahre warten müssen, bis ich Bundestrainer werde. Und das wollte ich nicht. Ich wollte selbst wissen,
was ich kann oder ob ich was vor die Schnauze kriege, wenn ich in die Bundesliga gehe. Das war mit Sicherheit keine Frage des Geldes. Und außerdem hat man mich nie gefragt. Ich habe mich auch nie damit beschäftigt. Und wenn man mich jetzt danach fragen würde, würde ich sagen, nein. Ich bin jetzt aus dem Alter raus, das noch zu machen. Das soll ein Beckenbauer machen, der das Ganze hervorragend macht auf seine Art und Weise. Das sollen andere Leute machen. Ich nicht mehr. Ich habe es lange genug gemacht. Ich habe mir lange genug die Dinge um die Ohren hauen lassen. Ich bin in meinem Leben, in meiner Familie 13 Mal umgezogen. Die großen Umzüge, die kleinen, habe ich mitgerechnet. Und mir reicht es jetzt. Ich habe Familie, der Max hat Familie. Und irgendwann muss auch mal das Leben anfangen. Und ich möchte jetzt ein kleines bisschen mehr leben, als ich bisher getan habe. Danke. Da wissen Sie die Trainer untereinander, aber erstens bin ich kein Trainer mehr, der Franz ist jetzt Ehrentrainer geworden, das ist aber der Teamchef, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Die Trainer untereinander, auch der Max und ich früher, wir waren Gift und Galle, weil einer dem anderen nicht das Schwarz unter den Nagel gönnt. Ne? Und wenn wir draußen sitzen, sind wir die größten Kritiker. Wenn die Mannschaft spielt, wenn die Nationalmannschaft spielt, wir sitzen zusammen, dann haben wir nur zu meckern. Wir meckern die ganze Zeit, das ist aber nie so gemeint. Wir wissen immer alles besser. Und früher, als ich Trainer von Bayern München war, da saß der Franz rum auf der Tribüne und hat auch gemeckert und kritisiert. Also die Trainer mal unter einen Hut zu kriegen, das ist unmöglich. Jeder passt auf, dass der andere ja nicht mehr Geld verdient, jeder passt auf, dass der andere nicht mehr im Fernsehen ist. Und das ist leider so. Im Grunde genommen muss ich sagen, ist das okay, was der Franz macht, dass ich manchmal andere Vorstellungen habe und der Max vielleicht auch und der Paul Breitner vielleicht auch. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich jetzt Bundestrainer wäre und der Franz Beckenbauer der Journalist, dann wäre das auch ein bisschen anders. Danke. Das war schon zum Beginn, mit der Franz Bundestrainer wurde, das war ja nach der Europameisterschaft in Spanien. Weißt du, ja. Haben wir unter den Bildleuten, in Frankreich, Entschuldigung. Und die haben Deutschland hat verloren 1-0 gegen Spanien und war Schluss. Haben sie Abschiedsessen in Paris und gesagt, wer soll jetzt das machen? Wer soll das machen? Und hier, irgendeiner von uns und die Bilder haben gesagt, Franz, mach wahrscheinlich hin. Hab gesagt, du, mach du das. Ich sag, der hat doch keinen Trainerschein. Also dann nimmst du irgendeinen dazu mit der Trainerschein und dann läuft das schon. Und hat er gesagt, das will ich tun. Nächsten Tag in der Bildzeit dann auf der 1. Franz sagt ja. Und jetzt kommt's, wie sie. Da ist schon losgegangen die Meckerei. Der Beckenbauer, der kann das nicht, aber du sollst ja wissen. Der Beckenbauer, die ist doch kein Trainer. So, wissen Sie einen anderen? Und ich sage, eigentlich weiß ich ganz nicht, dann lassen Sie mir mal arbeiten, geben Sie mir die Chance. Der Franz hat ja, der Liebling der Nation, der hat ja schon so viele gute Punkte im Voraus, da kann man nicht machen. Der macht ja die tollsten Sachen, der steht immer noch Werbung für eine Holzbank. Gut, wenn wir sitzen. Ja. Also, Franz,